Hallo, hört man mich? Gut, super. Boah, das Spiel ist immer ein bisschen. Kann ich den Sound ein bisschen leiser haben hier? Sound bei mir ein bisschen leiser haben? Hm? Achso. Ah, okay, so. Okay, ja. So. Jetzt kann ich endlich mal auch mal was sagen. Ja, ich runne jetzt gleich Gun Home, ein wunderbares, schönes Spiel von der The Fulbright Company. Ist ein kleines Adventure, wo man halt in einem großen Haus rumläuft, um eine gewisse Story zu erfahren. Und zwar ist nämlich dabei der Punkt, dass du als... Okay, jetzt gerade ein bisschen Ablenkung hier. Als Caitlin nach einem Auslandsjahr in Europa nach Hause kommst, und eigentlich erwartest, dass du deine Schwester und deine Eltern wiederfindest, aber das Haus ist komplett verlassen. Keiner da. Und an der Haustür steht ein Zettel von deiner Schwester geschrieben, dass du nicht nach der Wahrheit suchen sollst. Also was genau passiert ist, warum keiner da ist. Und wollen wir uns denken, don't give a fuck, machen wir es natürlich doch. Und ich möchte eigentlich auch nicht viel von diesen von der Story selbst erzählen, weil das sehr storybasierend ist, weil in dem Sinne geht es in dem Spiel darum, hauptsächlich nur versuchen, die Story herauszufinden, was ist genau passiert. Und im Run selbst, wie man Estimate schon sehen kann, ich habe ein Estimate von einer Minute, es geht sehr, sehr schnell, weil in dem Sinne muss ich jetzt für den ganzen Run nur zwei Schlüssel einsammeln, ein paar Türen öffnen. Und das ganze Ziel des Spiels ist eigentlich darin gelegen, dass man nach oben auf den Dachboden kommt und da das Buch, das Tagebuch von seiner Schwester, von unserer Schwester Sam einsammelt, wo dann sie sich entschuldigt. Aber das mache ich jetzt gerade einfach mal. So. Also ich zähle, ich muss jetzt mal kurz ins Spiel rein. So, ich zähle gleich runter. Eins, zwei, drei. So. Als erstes brauchen wir... Hä? Was? So, als erstes müssen wir den Schlüssel einsammeln, der dort in diesem kleinen Schränkchen steht, und müssen jetzt durch den kleinen Geheimraum hier rein. Und ich habe ja jetzt, bei mir ist ja 100% glitchless der Run. Und der Punkt dabei ist, der einzige Unterschied dabei ist, dass man, wo ich durch die Tür, wo ich gerade durchgegangen bin, diese kleine Geheimtür, kann man sich durchklippen. Das spart etwa eine Sekunde bis eine halbe Sekunde nur. Mehr ist es eigentlich auch nicht. Aber trotzdem ist der Glitch auch ein bisschen tricky. Also man schafft es nicht immer, weil wenn man es falsch macht, dann bleibt die Tür einfach stecken. Also die bleibt zu und man muss erstmal wieder warten, die auf nochmal zumachen, aufmachen und fertig. So, sobald ich das Buch anfasse, ist Time. Time. Yay! Das war Gun Home. Mehr war das eigentlich nicht. Ja, 45 Sekunden ist da. Ne, 46 Sekunden. Und der Glitchless ist 47 Sekunden. Also 6 Sekunden drunter ist schon gut. Ja, Gun Home. Wunderbar. Und dafür haben wir jetzt gut fast eine halbe Stunde Setup gebraucht. Ach, den habe ich ja nur. Ja, 15 Minuten vielleicht. Oder noch weniger, 5 Minuten. Oder eine Minute. Yeah. Yeah.